kannst du nicht langweilen, wurde mir gesagt. Außerdem übernehmen den Hauptpart ja dann die Tanne. Heute ist für mich auch ein außergewöhnlicher Tag, weil ich heute eine ganze große Anzahl von Damen begrüßen darf in diesem Haus, im Hefterhof. Und das hat mir schon ein bisschen ein Bauchkribbeln verursacht, denn in meinem 30-jährigen Berufsleben ist mir das also noch nie passiert, dass ich diese Ehre hatte. Also herzlich willkommen, geschätzte Damen, hier im Hefterhof. 80% der Kaufentscheidungen werden von Frauen getroffen. Die Grazer wechselseitige Versicherung hat das verstanden. Ein Impulsabend im Hefterhof zu dem Thema war die logische Konsequenz. Die Unternehmensberaterin Frau Eichhorn stellte die selbstbewusste Frau in den Mittelpunkt ihres Vortrages. Es gibt nicht die Zielgruppe Frau, sondern eine Vielfalt an Lebensentwürfen. Familienmanagerinnen, alleinerziehende Mütter, kinderlose Businessfrauen und viele mehr. Sie alle haben höchst individuelle Bedürfnisse, auf die es gilt einzugehen. Viele Unternehmen sind sich gar nicht bewusst, dass sie ihren Umsatz im Idealfall verfünffachen können, wenn sie auf die Bedürfnisse der Zielgruppe Frau eingehen. Potenzielle Kundinnen erreicht man, wie am Beispiel zweier Werbeeinschaltungen der Autovermietung Sixt und IWC-Uhren, nicht durch veraltete Slogans wie unser Angebot zum Weltfrauentag, das Auto, das sich an der Ampel selbst abwürgt oder fast so schön wie eine Frau, tickt aber richtig, sondern vielmehr dadurch, die selbstbewusste Frau aufzuzeigen und ihr zuzutrauen, selber Dinge in die Hand zu nehmen. Sixt hat sein Marketing verbessert und erkannt, wie man Frauen in ihrer Kaufkraft positiv verstärkt. Blumen sind nett, Rasen ist geil. Auch im täglichen Leben veranschaulichte Frau Eichhorn unter Einbeziehung ihrer Zuhörerinnen mit hohem Lachfaktor, dass Frau von heute mit viel Selbstbewusstsein und Reflexion ihre Ziele erreichen kann. Denn die selbstbewusste Frau kennt keine Stolpersteine oder Hürden. Und wenn? Dann findet sie ihren eigenen Weg, diese zu bewältigen und Steine aus dem Weg zu räumen. Ganz nach dem Motto: Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Denn Prinzessinnen von heute küssen nicht den verzauberten Frosch. Nein, wir schenken uns leise lächelnd ein Glas Chardonnay ein und genießen unsere Froschschenkel in einer leichten Zwiebel-Weißweinsauce. Die Moral von der Geschichte: Dumme Frauen gibt es nicht. Grazer Wechselseitige. Die Versicherung auf Ihrer Seite.